So, ich muss jetzt kurz das Zimmer ein bisschen umbauen, damit ich das Fenster richtig aufmachen kann. Ich hoffe, das hilft. Komm rein, Sauerstoff, wo bleibst du denn? Ich brauche dich hier. Und jetzt versuchen wir mal dieses Deep Dive Adventure. Ich hoffe, das ist so ein bisschen wie Endless Ocean. Mal schauen. Wie heißt denn das wirklich? Wartet mal kurz. Das heißt wirklich Deep Diving Adventure. Nee, nicht Simulator. Das gibt's bei Twitch überhaupt nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Ich hab's richtig geschrieben. Naja, dann nehme ich Deep Diving Simulator. Naja, Deep Diving Adventures. Ein Spiel, in dem man taucht, rumschaut, putzt, Rätsel löst. Nee, eben explizit nicht Subnautica. Leider gibt es in dem Spiel so Blödsinn, wie dass man sich gegen Haie verteidigen muss und so Quatsch. Das nervt mich total. Ich hätte eigentlich gern einfach nur ein Tauchspiel gehabt. Ohne Gegner, ohne Gefahren, ohne Crafting, Tauchen, Erkunden. Das wäre schön gewesen. Hat es leider so nicht gegeben. Schauen wir mal, ob es vielleicht trotzdem cool ist. Oder ob es zu nervig ist. Wenn es mich zu schnell zu sehr nervt, dass man irgendwie sich gegen Haie verteidigen muss, dann wird es gleich wieder beendet. Vielleicht kann ich ja wenigstens am Anfang einfach nur schöne Korallenriffe erkunden und schöne Fische fischen, neben nicht fischen, Hello sondern there. You nur. must be my new sidekick, yes? Professor Adams at your service. Professor Adams sieht ein bisschen unheimlich aus. Aber die Krawatte ist cool. Das sind lauter so kleine so kleine Dreizecke, I see that Zacken, you have already put on Zacke. my old equipment. I'm glad you're my size. Because I wouldn't be able to afford you a new one. Ah, that's right. I would like to thank you for coming here and lending me a hand in my secret quest. I can't dive anymore, even if my life depended on it. So I'm eternally grateful. And we'll be doing the oceans and seas of the world a great favor. Now, before we begin, I think you should warm up before we hit the very deep waters. Luckily, there's no one around Misty Lagoon at this hour, so I guess we should get started there as soon as possible. I'll meet you there. Well, not in person, that is. Misty Lagoon. Warum steht denn das im Himmel? Naja. Ah, Misty Lagoon. I have such fond memories of this place. Right. No daydreaming on the job. Get your feet wet and slowly explore your surroundings. I hope that suit doesn't have any holes in it. Your objective is pretty simple. Collect anything you may think has some value, and I can sell, like coins, pots, minerals, and other valuables. This will help our quest. And there's a container somewhere around these parts. So if you happen to come across it, find out if there's some treasure inside. Don't worry. We're not robbing anybody. We're just cleaning the underwater world from things that don't belong in there. You're doing a big favor for all of us. Just hurry up when you see it, okay? Okay. Meinetwegen. Did you know that we have only explored about 5% of the world's oceans? Did you know that I have read only 5% of all tooltips in a loading screen? Der Wahnsinn kommt in meinen Kopf. Seit 22 Stunden sitze ich hier und spiele komische Spiele.
Misty Lagoon holds its good reputation thanks to its pleasant and calm waters, as well as the beautiful and endangered coral reef. Often called rainforests of the sea, coral reefs form some of the world's most diverse ecosystems and are estimated to cover 115,000 square miles, which is under 0.1% of the ocean's entire surface area. Einfach schwimmen. Okay. Ja. Halt doch die Klappe. Ich wollte gerade sagen, so habe ich mir das vorgestellt. Endlich. Und jetzt einfach schön schwimmen. Und dann labert er schon wieder. Pickst du doch ab, wenn du unbedingt willst. Das schauen wir mal. Ich schaue mir das kurz an. Rollen. Swim down, swim up. Knife. Ah, da haben wir schon. Warum gibt es überhaupt ein Messer? Ich mag das nicht. Kann ich keinen Peaceful Mode aktivieren oder so? Wäre irgendwie cooler. Eine Muschel. Great. You've just collected your first item. Ich finde so Textboxen, die ausploppen, das Spiel anhalten und einem aus dem Spielfluss kommen, sind super. Keep an eye out for other items and try to find that container. Sollte jedes gute Spiel eigentlich immer haben, ununterbrochen am besten. Kann ich irgendwie mit dem Fischen interagieren? Ich würde die gerne irgendwie scannen für meine Datenbank. Mach das Messer weg. Ich glaube, ich habe gerade Schaden bekommen, weil ich zu schnell gegen den Stein geschwommen bin. Ich glaube, das finde ich nicht gut. Das macht Schaden. Habt ihr das gesehen? Das macht Schaden. Hi, Ungo. Wie geht's? Erste Tauchregel. Nimm nichts aus einem Korallenriff mit. Tja. Sagt das unserem Protagonisten hier. Oder unserem Questgeber. Beiden. Bei deren erste Tauchregel ist, nimm alles überall mit. Vor allem aus Korallenriffs. Aber hey, das ist einfach nicht das Spiel, das ich gerne hätte, merke ich so. Schauen wir mal. Es ist ja ganz nett. Aber dass ich Lebensenergie überhaupt habe, stört mich schon mal. Und dass ich Lebensenergie verliere, wenn ich beim Schwimmen so ganz leicht wie hier mit dem Bauch, ne? Das ist ziemlich bescheuert. Ich kann die Oberfläche schwimmen und rausgucken. Ach so, nee, dann gehe ich wirklich aus dem Wasser. Das will ich nicht. Ich will mich ja schon noch ein bisschen umschauen. Doch, ich glaube, ich habe bis jetzt 12 von 84 Sachen, die ich mitnehmen soll, aus dem Korallenriff gefunden. Also die Regel gibt es hier in dem Spiel ganz offensichtlich nicht.
was ist denn das? Eine Seekuh und ein kleiner Wal. Wow, er hat eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf. Kann ich jetzt mit dem schwimmen? Kann ich mich an dem festhalten? Können wir Freunde werden? Können wir Freunde werden, Seekuh? Bitte. Können wir Freunde werden, Kraut? Ich habe sonst niemanden hier unter Wasser. Ich bin der einsamste Taucher überhaupt. Ist das Schiff hier ein richtiges Schiff, das in Betrieb ist? Oder ist das irgendwie so ein schwimmendes Wrack, das ich plündern kann? Ich glaube, das ist einfach ein richtiges Schiff, oder? Dann sollte ich vielleicht nicht zu nah ran. Wenn die Schiffsschrauben gleich losgehen, dann wird es sonst ernst. Könnte ich mir vorstellen. Ich soll hier irgendwo einen riesigen Container aufmachen. Ah, da ist der Hidden Container. Na also. Ein Teller. Yeah, jetzt ist unser Teller. Den Koffer lassen wir hier. Okay, die Echo Gun. Mit der kann ich heilen und vertreiben. Was? 7 Minuten habe ich noch? Für was denn? Ich sehe fertig aus? Ja, das glaube ich schon. The Basic Echo Gun, okay. The Single Charge Mode is used to scare off predators and to destroy certain objects such as fishing nets. Whoa. The fuck? Damit habe ich nicht gerechnet. Save the marine life. Okay. Wie benutze ich denn den Scanner? Könntest du mir das vielleicht auch noch sagen? Mr. Tutorial-Kerl kommt sich cool vor. Sitzt auf seinem Boot und kommt sich cool vor. Erzählt mir gar nichts. Ich kann viel, aber den Scanner kann ich nicht benutzen. Ja. Spectator Mode? Im Spectator Mode habe ich nicht mal. Aber man kann das auch wirklich. Das finde ich gut. Ich glaube, der Spectator Mode ist ein bisschen viel. Aber Gefahren komplett ausschalten. Finde ich gut. Ich meine, so. Ein paar Fische sauber machen mit meiner Gun finde ich ganz gut. Ich wollte aber eigentlich schauen, ob ich die Controls nochmal finde. Use Scanner X. Ah ja, da haben wir es doch. The scanner highlights-
highlights valuable items in yellow, garbage and pollution in green, and hazards in red. Remember, the scanner has to recharge after each use. To heal a contaminated creature, oh, God. You have to equip the eco gun. Remember that the device has two modes, the healing beam, green, and the single charge beam, red. Muss. Hi, das ist Trailgun. Morgen. Muss das Spiel wirklich immer einfrieren, wenn der redet? Kann der nicht reden, während ich weiterspiele? Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen? Oh Gott. Okay, warte mal. Das sind grün leuchtende Tiere. Die sind wahrscheinlich irgendwie verschmutzt oder so. Komm, ich heil dich. Ah, tatsächlich. Das sah jetzt aber überhaupt nicht anders aus als seine Freunde, oder? Komm her, Fischi. Ich rette dich. Der ist ein bisschen gelber als seine Freunde. Aber das ist doch nicht schlimm, oder? Ah, jetzt ist es schwarz geworden. Interessant. Ist Gelb schlecht? Nimm das Fischernetz. Ihr seid frei, meine Freunde. Liegt und siegt. Ihr lebt doch noch, oder? Ich glaube schon. Das ist gut. Das ist sehr gut. Solange ich hier unten noch was zu sagen habe, fischt hier keiner. Nicht meine Fischfreunde. Meine Fischfreunde und ich, wir sind gespannt, denn gleich geht's wieder rund. Aquaplatschi, bla bla bla. Lachen ist gesund. That's nice. Das ist cool. Dass man Gefahren ausschalten kann, dass mich keine Haie und sowas töten können. Dass ich nicht aufpassen muss, dass ich irgendwo dagegen ploppe, oder? Ja, doch, das muss ich immer noch. So gefahrlos ist es dann doch wieder nicht. Ja, naja. Okay, aber gut trotzdem. Finde ich gut. Was? Irgendein Ruderbootwrack habe ich angeblich gerade entdeckt. Wüsste nicht wo. Fischi! Ich rette dich! Yeah. Fischi! Wie viel Reichweite hat denn das Ding eigentlich? Kann ich von hier aus quasi eigentlich die kompletten Meere säubern? Oh, ich glaube, in 1,5 Minuten geht mir die Luft aus. Und ich habe schon so viel Damage genommen, dass wir jetzt, glaube ich, vielleicht eh mal aus dem Wasser gehen sollten. Und schauen, was wir für die Erfahrungspunkte kriegen. Vielleicht ist das Spiel cooler, als ich dachte. Vielleicht gefällt mir das ganz gut sogar. Mal schauen. Oh, man kriegt später anscheinend noch die Möglichkeit, Bergbau zu betreiben. Natürlich, wo sonst, wenn nicht unter Wasser, sollte man Steine klopfen. Das ist absolut... Ach, das meintest du mit 10 Minuten Zeit. Ich habe schon gedacht, als ich gesehen habe, dass da eine Zeitanzeige ist. Wir schwimmen 10% schneller. Und unsere Recharge-Geschwindigkeit für die Echo-Gun ist erhöht. Dive again. Ich glaube, ich esse noch schnell einen Schoko, während das Zeit muss sein. Zucker und Koffein und frische Luft.
Und währenddessen genießen wir das Panorama. Ich meine, es gibt Spiele, es gibt wirklich Spiele, Programme, Anwendungen, wie man das bezeichnen will, die nur so ein digitales Aquarium sind. Die stellt man sich dann sein Tablet hin und guckt sich genau das an. Vielleicht mit den Fischen ein bisschen näher. Und ich glaube, das Spiel war billiger als manche von diesen Anwendungen, in denen man einfach nur Fischis anschauen kann. Gibt es irgendwie eine... Also, sind irgendwann mal alle Fische in der Gegend sauber? Sind die Fische wie die Schätze? Einfach so einzelne spezielle Objekte? Oder gibt es unendlich viel Fische, die ich sauber machen könnte? Weil auf unendlich viel Fische sauber machen, hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock. Nein, es gibt wirklich hier anscheinend 39 verschmutzte Fische. Okay, ich habe bis jetzt 8 oder so sauber gemacht. Naja, schauen wir mal, wo das noch hinführt. Das Spiel. Ich bin gespannt. Jetzt mag ich das Spiel. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass mein Gehirn wahrscheinlich nur noch auf ungefähr 30% Leistungsfähigkeit läuft, wenn überhaupt. Aber gerade mag ich das Spiel sehr, sehr gerne. Spiel lieb. Hippoloni mögen. Hippoloni sieht Muschel. Hippoloni hebt Muschel auf. Hippoloni glücklich. Hippoloni 10 Erfahrungspunkte. Hippoloni sehen Seku. Seku traurig. Seku glücklich. Hippoloni glücklich. So einfach funktioniert das Spiel. Seku, ich habe gesagt, du bist glücklich. Nein, ich glaube, sie ist tot. Was machst du denn da? Wahrscheinlich Nahrung suchen im... Wer weiß. Irgendwas wird sie schon machen. Bestimmt was Wunderschönes. Achso, Quatsch. Aufheben. Schon wieder das Robo-Drag. Hier ist kein Robo-Drag. Ich sehe kein Robo-Drag. Ich sehe hier keinen Robo... Boot. Ich weiß nicht, von was die reden. Nein, meine Pistole ist leer. Aber der Fisch braucht dringend Reinigung. Oder Heilung? Oder sowas. Okay, gut. Also ich habe im Trailer übrigens schon gesehen, falls ihr euch wundert, dass... Hallo Kario, hallo. Dass da tatsächlich noch viel mehr andere Gameplay-Elemente dazukommen. Oder zumindest ein paar. Es ist nicht nur Fische putzen und Muscheln aufheben. Ob man es glaubt oder nicht. Es gibt noch Adventure-Teile. Rätsel und Fallen und so. Das wird so ein bisschen Indiana Jones unter Wasser. Ja, es klingt weird, aber könnte cool sein. Bin ich der kaputte Fisch? Bist du der kaputte Fisch? Irgendwo war hier noch ein kaputter Fisch. Ich
Ich bin mir ziemlich sicher. Ob ich bis da hinten schießen kann zu dem... Ja, es geht! Es geht! Mei, das ist ja voll cool. Wenn ich ein bisschen höher steige, kann ich wahrscheinlich hier den halben Bereich sauber machen. Von hier aus. Ach so, wenn der Scanner so weit geht. Das ist die Frage. Ishi, bleib hier. Also gut, Spiel. Ich habe jetzt das Prinzip verstanden. Wir können jetzt weitermachen von mir aus mit neuen Sachen. Wahrscheinlich muss ich erst hochleveln, damit wir die neuen Sachen freischalten. Werde ich hier mal noch ein bisschen... Bis uns die Luft... Noch die 5 Minuten, bis wir uns die Luft ausgeht... Dann schauen wir weiter. Siku, dir geht's wirklich gut, oder? Du bist geheilt. Du willst einfach hier. Okay, du liegst nicht auf dem Meeresgrund, weil es dir schlecht geht, sondern du wühlst einfach gern im Dreck. Das ist cool, das ist okay. Dein gutes Recht. Du kannst so viel hier im Sand wühlen, wie du willst. Du bist eine freie Siku. Und kannst frei über deine Nase entscheiden und wo du die reinsteckst. Nur nicht in die Angelegenheiten anderer. Bitte. War hier der Container? Ja, da war der Hidden Container. Okay. Oh, da hat wer die Tür wieder zugemacht. Noch die 3 She-Cells hier, die irgendwie aussehen wie ganz normale Steine oder so. Oh, was denn das da hinten? Das sieht irgendwie besonders aus sogar, oder? Ein Seestern. Den nehmen wir auch mit? Natürlich nehmen wir den mit, weil wir retten ja die Umwelt. Oder so. Oh nein! Fische in Gefangenschaft! Attacke! Ihr seid Freifische. Lebt. Geht und lebt euer fischiges Leben. Das ist schon toll, oder? Ich bin super Umweltretter. Ich schwimm rum und störe Ökosysteme. Empführe Lebensformen aus ihrem natürlichen Habitat. Wahrscheinlich, das ist so eine Karma-Geschichte. Für jeden Fisch, der hier gerettet wird, kann ich quasi einen Seestern klauen. Neptun wird dann sagen, okay, gut. Drücken wir ein Auge zu, passt schon. Der hat immerhin Herbert und Dietrich sauber gemacht. Es ist okay, dass er den Leopold klaut. So ungefähr funktioniert wahrscheinlich das Recht der Meere.